Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch in Kerdik, wie unschwer zu erkennen ist anhand ja, des sehr prägnanten Marktes, dem Aushängeschild dieses Ortes. Ich werde mich jetzt hier wahrscheinlich ein paar Male dumm anstellen, was das Aufrufen der Karte bzw. der Steuerung generell angeht, weil ich die letzten Tage viel anderen Kram gespielt habe. Aber ich weiß noch, dass ich mich hier bei den Händlern nochmal umschauen wollte, denn das ist zeitlich beim letzten Mal nicht mehr drin gewesen. Und dafür werden wir uns aber heute entsprechend die Zeit nehmen. I managed to get my hands on some interesting products, thanks to Otto's advice. That did put me into some debt, but that's a small price to pay. Ooh, metaphorically. I'd much rather have the opportunity to do business again over sitting around twiddling my thumbs. Of course, I've got no intention of letting Otto's help go to waste either, so I'll be doing whatever it takes to turn a profit. Thanks to Otto, I can finally do business again. Phew, I hope I can make it up to him one day. Das, ja, ist vermutlich ein ambitioniertes Ziel, aber never say never. Er scheint auf jeden Fall die notwendige Energie wieder mitzubringen. Aber ich finde diesen Stand, ich weiß nicht, ob der Fluch oder Segen ist. Das könnten Experten wahrscheinlich besser beurteilen. Weil der Vorteil ist, du kommst hier auf den Markt. Und wenn du so anfängst wie ich in der Regel, nämlich links, dann ist das das Erste, was du siehst. Aber ich glaube, so rein von der Verkaufspsychologie her ist das eher ein schlechter Punkt, weil was man als Erstes sieht, ist immer das, was sich geradeaus befindet, nämlich das hier. Deswegen glaube ich, dass das objektiv gesehen eigentlich kein guter Stand ist, aber subjektiv für mich, der würde mich voll in seine Aufmerksamkeit bringen, wenn ich im Real Life diesen Markt besuchen würde. So, was hast du nochmal anzubieten? Auf jeden Fall eine gute Fülle an Zutaten. Allerdings haben wir hier aktuell noch keine Verwendung. Alright, Troops, how's Becky doing? She's fine. In fact, she's even more motivated than ever now that Hugo's on board with us. She's always getting pure, heavy, brilliant stuff in for us too, which is a big help. Yes, that's what I like to hear. Doing business is not just about making a profit, it's about helping others out too. Seems like she's finally realized that. Da kann man schon mal ablachen. I'm doing everything I can here too. It's a wee bit hard to live up to Market Manager Otto's work, but well, we just have to take things step by step. Ey, ich hab echt nichts gegen fröhliche Leute, ne? Aber was findet der am Ende eines jeden Satzes so lustig? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber hey, ihm geht's auf jeden Fall gut. Das ziehe ich als Resümee aus dem Gespräch. Hallo Cornette. Was hast du so im Sortiment? Oh, das haben wir aber schon. Ich dachte gerade, ich könnte irgendwie meine Büchersammlung erweitern. Aber nüschta. Ich glaube, hier werde ich auch kein Geld lassen. Feast your eyes on this masterpiece. Socks that double up as dust cloths. Cleaning's never been so easy. The Imperial Army troops come by to patrol the Grand Market twice a day. They're professional and pleasant. Pretty much the complete opposite of the Provincial Army. Now that's what I like to see. Proper soldiers doing their job right. I've had customers telling me it's a lot easier to shop here now that the Provincial Army's gone. Gotta be thankful to the Imperial Army for clearing them out. Wobei, ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten, ne? Aber der Markt war zu Zeiten der Provincial Army ein bisschen besser besucht als jetzt. Ich red mir einfach ein, ich bin zur falschen Uhrzeit hier oder so. Hey Marco, ne? Fresh Vegetable Juice. Nicht so unbedingt das, was wir gerade brauchen. Beim anderen, da habe ich schon mal eingekauft, scheinbar in der Vergangenheit. Step right up, folks! Business definitely seems to be better these days. Nothing makes a merchant happier than seeing his goods fly off the shelves. Can't wait to brag to old man Heinz about this. Sure, it's great to see sales jumping up these days. I mean, it still can't compare to pre-war sales, but it's something at least. Can't say no to motivation. Ich glaube, da geht's deinen Kollegen ähnlich. Aber gut, dass hier so eine Welle der Positivität und des Optimismus durch die Reihen geht. Bei ihm bin ich, glaube ich, letztes Mal schon gewesen. Warum eigentlich nur bei ihm? Er steht halt nicht hinter seinem Tresen. Aber gesprochen habe ich mit ihm schon, das weiß ich noch. Trotz längerer Pause.
Genauso mit dem Herren, der da hinten sitzt, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Okay, sie hat wahrscheinlich ja ihr übliches, überschaubares Sortiment. I keep trying to get the friendly soldiers to try out some of my honey, but they always turn me down. So I decided that enough was enough and barged into the guardhouse. Once I told them that honey works well as rations, they bought a whole case. Yay! Klingt ein bisschen so, als hätten sie nur eingekauft, damit sie ihre Ruhe vor dir haben. The new soldiers here are also composed, but that just makes getting a sale out of them even more exciting. I look forward to doing more business with them. Ob das auf Gegenseitigkeit beruht? Naja, ich will mal nicht so sein. Bestimmt mögen die den Honig voll gerne und haben diesen Arschtritt einfach gebraucht. So, bin ich da mit allen Shops durch? Ich glaube ja. Das heißt, Bühne frei für den Osten, würde ich sagen. Ich meine nämlich, dass wir beim letzten Mal hier ansonsten alles erledigt haben. Nochmal kurz in das Ende von der letzten Folge reingeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Neue Aufnahmesession und so, aber sollte alles gut sein. Ey, falls ihr euch fragt, warum ich mich immer nach links drehe. Ich habe gestern Abend ein Spiel gespielt, nämlich Sword and Fairy 7. Wo man damit die Karte öffnet und das wird jetzt ein paar Folgen vermutlich dauern, bis ich das wieder rauskriege, das ist ein Gegner. Ich wollte eigentlich zu den Fässern. Gut, dass ich das noch gehört habe. Ich habe es nämlich auf der Karte gerade gar nicht gesehen. Da müssen dann die Fässer halt mal liegen bleiben. So, wenn in der Windmühle was wäre, dann würde ich das ja jetzt sehen, ne? Ich würde aber nicht sehen, wenn ein NPC sich darin befindet. Also ein gelber Punkt. Der wird mir von außen nicht angezeigt. Deswegen gehe ich sicherheitshalber mal gucken. Hier ist aber tote Hose. Das wird für mich immer der Markiasraum bleiben. Immer. Diese Windmühle ist einfach die Markias-Windmühle. Komme, was wolle. Erste Begegnung und so. Unvergessen. So, warte mal, da oben stehen auf jeden Fall Leute, aber Ausrufezeichen oder so haben wir hier nicht. Hier komme ich wenigstens, ohne Angst vor Gegnern haben zu müssen, ran, auch wenn mir das nicht so viel gebracht hat. So, was geht hier ab? Oh, erstmal brav das Schwert weglegen, ich vergesse es jedes Mal. Ich denke immer noch, dass da jedes Mal eine Cutscene oder sowas losgeht. Vielleicht wird das eine Huhn irgendwas triggern, wenn man mit dem Richtigen spricht. Nein, das wird vermutlich nicht passieren. Aber hey, warum eigentlich nicht? Tarim und Coco. Are you taking the cows to the barn, Tarim? Sure am. Zero asked me to since it's pretty cold today. Well, I'm not doing anything right now, so... Sind die verknallt ineinander oder was? Warum ist sie so nervös? Do you need help with something? Coco, was geht? No, it's nothing. Alles klar, ich fange mal mit ihr an. Adios, I can't do it. My heart might actually explode if I get any closer to him. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass sich hier so eine mögliche Romanze anbahnt. Aber wahrscheinlich hat sie das schon mal angeteasert. Did you hurt yourself? Let me see. Don't touch me. Oops. Yikes. Guess I'm not a favorite person judging by that reaction. Oh no, das ist so ein typisches Missverständnis, wie es im Bilderbuche steht. Tja, ich glaube, irgendjemand, und das geht vor allen Dingen an Coco, müsste mal über seinen bzw. ihren Schatten springen und ihm rein Wein einschenken. Ich glaube, Tarim wird das von selber nicht checken. So, hallo Syro. I've known Lyman for quite a while now, so I was aware that he was a top-notch merchant. But to find a way to provide everyone with seeds for next year out of his own pocket certainly took me by surprise. That couldn't have been cheap. I'm not sure any of us can thank him enough for this. Lyman's proven his mettle as a merchant time and time again. Big things await him in the future, I'm sure of it. Ich erinnere mich noch an den. Wir haben beim letzten Mal nämlich mit seiner Frau gesprochen und dieser Deal, dieser Beschluss, der war nicht mit ihr abgesprochen und das fand sie nicht so gut, aber prinzipiell war das, denke ich mal, eine gute Aktion, wie die Reaktion von Siru auch zeigt. Hey, guess what? The scary soldiers finally stopped coming by. Does that mean the war's over? I hope it is. Das tun wir alle, kleiner Mann. Yay, the scary soldiers stopped.
Ich glaube, wenn es irgendwann mal soweit ist und der Krieg wirklich, wirklich vorbei ist, dann, ja, dann werden wir unbewaffnet euch besuchen kommen. Das ist eigentlich schon der erste Indikator. Did you hear all those force tax increases were finally repealed? The general price of stuffs dropped as well, so shopping's back to being a simple task now. Yahoo! Now all that's left is for the war to come to an end, then we can all really celebrate. Uh-huh. We don't really hear much about how things are faring in the other provinces, so it's hard to tell how the war's going. Hopefully it's close to being over. So einfach ist das leider nicht. Was da ein Buschfeuer ausgeht, das nächste schon wieder los. Aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ich bin so gespannt, wie dieser zweite Teil hier zu Ende geht, ne? Wird wahrscheinlich wieder so einen übelsten Plot-Twist geben. Die Umfrage läuft übrigens noch bezüglich Nachfolgeprojekt und so. Da sind Trades, was habe ich noch gerade kurz überlegen, was ich überhaupt noch mal zur Auswahl gestellt hatte. Aber Trails from Zero war auf jeden Fall auch mit dabei. Und das hat momentan so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen mit Star Ocean 2. Also wer sich da noch nicht beteiligt hat. Wobei das jetzt natürlich, wenn ich das in diesem Video sage, vermutlich ausschließlich die Trails-affinen Leute, an die Trails-affinen Leute appelliert. Aber die ist halt noch offen. Ich werde das auch irgendwann nochmal in irgendeinem Xenoblade-Part erwähnen, weil die Entscheidung fällt ja erst. Ich weiß ja gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Ich mache mal hier den Anfang. Die Entscheidung fällt ja erst, wenn ich das Finale von Code C2 aufgenommen habe. Und es scheint ja hier noch ein bisschen weiter zu gehen. Insofern bleibt da noch ein bisschen Zeit am Voting teilzunehmen quasi. So. Da ist ein gelbes Pünktchen, da ist ein roter Punkt. Was soll das mit diesem roten Punkt auf sich? Was war das nochmal? Ich bin ein bisschen überfragt. Warte mal. Wo komme ich hin, wenn ich hier nach Süden weitergehe? Nordkreuzen Highway 2. Ich will mal eben ganz kurz schauen, ob es auf der anderen Seite irgendwie spannender oder weniger spannend aussieht. Weil da kam ich ja auch hin, ne? Dass sich das hier so aufsplittet in zwei Routen, das überfordert mich. Ich bin schon durch zwei Wege überfordert, soweit ist es schon gekommen. Linearität for the win. Ich möchte mich nicht entscheiden in Videospielen. Doch, doch, alles mit dem Augenzwinkern nehmen, das hier ist. Also, Cold Steel ist ja wohl mehr als überschaubar, was seine Optionen angeht. Und da werde ich nicht klagen. Das Spiel macht das so auch Entscheidungskrüppeln wie mir in der Regel ziemlich leicht. Außer hier jetzt gerade. Aber zu Twin Dragons Bridge, das ist jetzt so mein Argument. Zu Twin Dragons Bridge kann ich mich von der Courageous aus hinporten. Und zu dem Ort, wo ich jetzt hier weiterkomme, beziehungsweise zu der Route direkt, glaube ich nicht. Folgt mir der Gegner? Nö. Sag ich, mache immer und immer wieder die gleichen Kisten hier kaputt, obwohl es mir nichts bringt. Wir bleiben heute auch schon wieder die U-Materials vergönnt, was ich sehr schade finde. So, ich mache jetzt erstmal die Route hier bis zum Schluss. Und wenn ich hier irgendwann an meine natürliche Grenze stoße, dann kann ich mich zur Bridge nämlich hinporten und dann gucken, wie wir von dort aus weitermachen. I was in real trouble not being able to buy many seats for next year. But then Lyman said he'd sell me what I needed on the cheap. Hard times are knocking on his door like the rest of us, but there he goes, looking out for me like it weren't nothing. What a guy. Next year's harvest is gonna be a big one after all. Lyman's been putting money aside to buy seats for us farmers. What a guy. I'm gonna be selling him my crops next year. Yes, I, okay. Also, ich glaube, der Effekt, den er sich davon erhofft hat, der ist definitiv eingetreten. Nämlich, dass die Leute ihr Glück kaum fassen können und super dankbar sind. So, ich muss mal diesen roten Punkt da inspizieren. Habe ich noch... Ach, das könnte der... Warte mal, das könnte der Extermination-Gegner sein. Kommt das hin? Das war doch North Shore Highway. Ich hatte nämlich schon mal so eine Situation, an die muss ich nämlich gerade denken, wo dann diese Abyss-Worms aus dem Boden gekommen sind.
Und ich zuerst dachte, dass das irgendwie so ein Cryptid-Pünktchen wäre. Und das war sogar vor der Twin Dragons Bridge, wenn mich nicht alles täuscht, da wo ich gerade kurz reingesneakt habe. So, aber hier speichere ich vorher kurz. So, meine Leute sehen nämlich eigentlich ganz fit aus. Und ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also schon wieder. Ich sehe schon wieder richtig, dass das so ein Gegner ist, der sich heilen wird. Aber wollen wir mal nicht zu pessimistisch sein. Ich würde, wenn der sich einmal umdreht, jetzt ohne raufzuhauen, gerne einmal wenigstens ein Single Advantage rausholen. Bewegt der sich noch? Guck mal, der ist jetzt voll. Der ist voll fest gefreezed. Oh, jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt. Warte mal. Jetzt. Jetzt ist wieder Bewegung drin. Aber nicht in die Richtung, wie ich sie gerne hätte. So, aber. Ja, ich glaube, so kann man das machen. Aber ich habe gar kein Advantage bekommen. Okay. Ja, weil es halt ein Missionsgegner ist, vermutlich, ne? Erstmal schön dem Reen einen Scratch verpassen. Das hat die Laura ein bisschen wütend gemacht. Sag mal, ist Reen gerade nicht mit 200 in den Kampf gestartet? Dann habe ich das irgendwie falsch gesehen. Keine Ahnung. So, wie heißt du überhaupt? Abirdon oder so. Keine Ahnung, wie man dich ausspricht. Ich nenne dich einfach Abby, okay? Bist jetzt in meinem Kopf einfach Abby und in deinem Personalausweis steht Abigail. So, wir machen jetzt einmal hier ein bisschen Motivation Action, um die Stärke ein bisschen zu boosten. Meine Overdrives sind leider komplett erschöpft. Booste ich sie einmal? Arts Defense. Könnte das ein magischer Gegner sein? Ich weiß es nicht. Ich gehe aber das Risiko mal ein, weil das kostet nur 20. Ich glaube, das kriegen wir relativ schnell wieder rein. Und bei ihr könnte man das Gleiche tun. Ey, das ist so krass, ne? Auch dieser Speedwert, der sich dann um 50% noch erhöht. Also deutlich effizienter, finde ich, in der Kombination als das, was Laura's Buff mitbringt. Guck mal, der hat... Ach, der saugt dem CP ab. Okay, das habe ich beim ersten Angriff nicht so zu 100% gesehen. Aber here we go. So. Ja. Ich habe... Feuer habe ich im Angebot. Das ist Class A. Was war das andere? Das andere war... Erde. Feuer und Erde. Das sind jetzt nicht unbedingt ihre Steckenpferde. Das hat sich voll gereimt. Aber ich könnte mal wieder sowas hier nehmen. Stat down, random. Ja, das finde ich gut. Wobei, ich könnte auch, warte, ich könnte auch gucken, ob ich meine Leute nicht vielleicht irgendwie stärken kann. Recovery. Hier habe ich nochmal einen CP-Boost drin. Das ist ja nett. Das wusste ich gar nicht, dass sie sowas auch hat. Serene Blessing 2. Aber das kam das nicht erst mit der 2er-Ausführung? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen. Ich werde jetzt, glaube ich, einmal... Ich muss Reen halt irgendwie heilen. Warte mal. Weil Reen steht da eigentlich gerade ganz komfortabel. Der fängt mir nämlich schön die Angriffe ab. Das wird aber nicht ewig so bleiben. Wobei das jetzt gerade irgendwie doch ein bisschen danach aussieht. So. Ich bräuchte eigentlich... Warte mal, ich habe eine Idee. Einmal die richtige Taste noch finden. Ich hole jetzt Alisa. Dann könnte das auch gleich schon sein Tod sein, denn ihr ahnt vielleicht, worauf ich abziele. Wir machen jetzt diese Geschichte und dann geht es jetzt erstmal richtig ab. Wir starten mit Plasma Storm. Ich bin am Überlegen, je nachdem, wie viel Damage sie jetzt austeilt, ob ich überhaupt Laura dafür noch nutzen muss. Beziehungsweise, ob ich auch nochmal die 200 verbraten will. Weil eigentlich... Oh mein Gott, der hat ja nicht mal die Hälfte weg. Okay, der verträgt einiges. 132.000, mein guter Freund, du hast ja fast Cryptid-Niveau. Was soll das? Du bist mir ein bisschen zu stark. So, Laura hat jetzt den roten Pfeil nach oben. Genauso wie Sarah. Ich habe gelernt, der rote Pfeil ist der gesteckte Stärkewert. Okay, warte mal. Ich glaube, ich nutze Zero Arts mal aus, um das jetzt zu machen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch weiter verbessern kann. Aber wenn schon, denn schon. Und dann lege ich mit den Radiant Walls nochmal nach.
gucken wir mal, ob da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Damage bei rumkommt. Ich meine, Laura hat bisher immer so die absoluten Granaten rausgehauen, was Damage-Output anging. Jawohl. That's my girl. Ich bin sehr zufrieden. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, dann werden wir jetzt die Defensive meiner Leute ein bisschen boosten. Das geht Gott sei Dank auf alle. Ich glaube... Oh, oh. Autschen. Gut, dass ich meine Leutchens nochmal gedingst habe, mit Defensive verstärkt habe. Ich glaube, um Alisa steht das gerade nicht so gut, weil ich brauche jetzt irgendwie einen Trick 17 Plan und der Trick 17 Plan sieht vor, dass Fee jetzt gleich mit ihrem S-Break hier nochmal für ein bisschen Wind sorgen wird. 38.000, warte mal, ich werde mal ihre... Ach, Emma ist ja auch davon betroffen. Das ist ja furchtbar. Warte mal, Alisa ist als nächstes an der Reihe. Wir machen daraus jetzt so eine kleine Kettenreaktion. Das ist doch Faint, was sie jetzt haben, oder? Faint? Sag mal bitte, dass es das ist und nicht irgendwas anderes. Warte mal, das sind diese Sterne. Warte, ich kann ja hier so ein bisschen spicken. Wenn ich nämlich auf ihn gucke. Ja, die Sterne sind Faint. Okay, alles klar. So, warte mal, ich war schon beim richtigen Item. Nämlich, wo ist es hier? Stimulant. Bitte einmal Alisa stimulieren. Und dann kann Alisa Emma stimulieren. Und dann sind wir alle gut durchstimuliert. Und werden dann mit Fee vielleicht einen glorreichen Abschluss finden. Aber ich glaube, so viel Damage macht sie nicht. Das ist gerade so ein bisschen meine größte Sorge. Ist das am Ende, dass da ein bisschen was fehlen wird. So, lass mich mal kurz gucken. Rin hat halt nicht seine vollen CP, sonst hätte ich da auch nochmal über einen S-Break nachgedacht. Sie hat ihren Buff aber noch drin. Sie wird nicht wenig Schaden machen. Ich habe nur Angst, wenn das Vieh jetzt nochmal so einen Flächenangriff bringt. Ich hoffe, der wird nur scratchen. Das ist schon mal gut. Das ist mir dann... Ja... Ach, Gott sei Dank, sie ist ausgewichen. Ich wollte gerade sagen, wie dumm das eigentlich war, dass ich vorher den S-Break mit Alisa nicht gemacht habe, bevor ihre CP halt komplett wegfallen. Aber sie ist noch bei uns. Sehr gut. Da habe ich jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen Glück gehabt. Ich bin mir so unschlüssig. Ich greife jetzt einmal mit ihr an. Es gibt sogar noch einen. Vielleicht wäre Rush gar nicht so verkehrt gewesen jetzt gerade. So, und dann wird der Sylphid Dance. Ich muss gerade der Verlockung widerstehen, das zu skippen. Weil ich will, wenn ich für die anderen die S-Breaks drin lasse, dann lasse ich für sie auch die S-Breaks drin. Wir wollen ja niemanden benachteiligen. Aber für zukünftige Kämpfe in dieser Folge... Oh no! Scheibenkleister. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie viel hat er noch? 4.300. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt einen Zauber rausballere, dann kommt sie sofort an die Reihe. Aber nicht, wenn ich Phantomphobia einsetze. Schafft die Heatwave das? Das müsste sie eigentlich locker, oder? Der hat eine Empfindlichkeit von 120 gegen den Feuerzauber. Bitte stirb. Jawohl, 7-1. Perfekt. Gutes Teamwork, würde ich sagen. Aber ohne die S-Breaks, mein lieber Scholli. Also manche Kämpfe hier sind schon nicht ohne. Also das Spiel auf Nightmare stelle ich mir gerade bei dem einen oder anderen Boss, den man hier auch schon über den Weg laufen musste, durchaus anspruchsvoll vor. Bauchgefühl sagt mir, dass es auch deutlich schwieriger ist als im ersten Teil. Aber keine Ahnung, das müssen andere beurteilen. Ich werde wahrscheinlich nie irgendeinen Nightmare-Durchgang bei irgendeinem Trails-Spiel wagen. Kreuzen voll Bruisen. Intimidation. Das sagt mir was. Das gab es entweder auch in Teil 1 oder es kommt mir noch aus Trails in the Sky bekannt vor. Makes enemies on the field more likely to run from you. Ist gar nicht so schlecht. Eigentlich. Wobei dann diese Mechanik, dass du die Gegner erstmal rankommen lässt, den Punkt abwartest, wo die wieder kehrt machen und so. Ich glaube, das könnte auch einiges
einiges erschweren. Aber Phantomphobia hat sie ja schon irgendwo. Warte mal, wodurch kommt das denn? Ah, hier rüber. Okay. Nee, ich glaube, ich werde das erstmal niemandem anlegen. Da waren jetzt auch keine Stat-Boosts oder so mit dabei. Damit kriegt man mich ja am ehesten. Deswegen belassen wir es bei dem, wie es ist. Aber ich kann jetzt bei Oliver mir noch eine Belohnung abholen. This way leads right to the Provincial Army's line of defense. We should turn back. The last thing we want is to be spotted. So, Leute. Ich habe manchmal jetzt mal was richtig Kluges. Etwas, was ich sehr, sehr lange vernachlässigt habe. Wir gehen jetzt einmal zurück aufs Schiff erstmal. Und dann kann ich auch... Guck mal, da sind wir auch gleich beim Thema. Dann kann ich gleich meine Belohnung abholen. Ich werde jetzt zur Isengard Range rüberlaufen. Das, was mir schon so lange empfohlen wurde. Und wo ich in den letzten Folgen immer wieder gestruggelt habe, weil ich nicht wusste, wie dieser Ort heißt. Aber seit dieser Hijacking-Mission, Grey Locket, okay, mit Hibel und Klein, seitdem habe ich es jetzt, glaube ich, irgendwie endgültig verinnerlicht. Und das ist auf jeden Fall gut. So, guck mal, hier ist alles drei reported. So muss das. Grey Locket einmal kurz checken. Wo ist es? Da. Prevents all ailments. Cool. An accessory modded on an artifact passed down in the church. Das ist ja voll wertvoll. Das ist quasi die Schleife eines Trails-Spiels. Nö, aktuell gebe ich es keinem, aber ich wette, es wird hier noch an Relevanz gewinnen. Bin ich mir relativ sicher. Meine Gruppe ist irgendwie wieder komisch durchgewürfelt. Warte mal. Machen wir wieder den hier. Ich mache mal einen ganz kurzen Abstecher nach Ymir. So, da habe ich jetzt mal eben Abstecher hingemacht, wie man unschwer erkennen kann. Und jetzt... Jetzt geht es endlich mal zur Isengard Range. Denn irgendwas Interessantes muss da ja warten. Wenn da schon ein paar Male der Hinweis kam, dass ich da mal wieder vorbeischauen soll. Vielleicht habe ich auch schon... Ich sehe auf jeden Fall, ohne auf die Karte zu gehen, schon mal eine Trial Chest. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und vielleicht war das auch der Hauptgrund, warum es empfohlen wurde. Aber ich wette, hier kommt noch ein Cryptid-Kampf oder so. Wir haben ja hier, glaube ich, zwei Kartenabschnitte, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt bin ich erstmal gespannt, welche Leute hier auf uns warten. Beziehungsweise, ich habe auch den Hinweis bekommen, warte mal, dass ich mir hier irgendwo im Notebook die Texte von den Chests angucken kann. Was ich sehr, sehr cool finde. Wobei, hier steht nur Overcame the Trial. Ich dachte, ich kann mir vielleicht auch nachträglich die Sachen angucken. Aber hier sieht man auch, wie viele Trial-Chests es gibt. Und es sind noch ganz schön viele. Wie passt das denn zusammen mit den noch fehlenden Rezepten, die deutlich weniger sind? Weil solche Listen helfen, finde ich eigentlich immer ganz gut, um sich so einen Überblick darüber zu verschaffen, wie weit man noch vom Ende entfernt ist quasi. So, aber die Sprüche von den Kisten, die kann ich mir jetzt hier nicht nochmal angucken, oder? Oder geht das auch irgendwo noch? Das war nämlich so ein bisschen meine Vermutung. Aber ja, wir haben hier zumindest eine Übersicht der Chests. Das ist schon mal besser als nicht. So, aber jetzt erstmal hier schauen. The spiritual presence is emanating from the chest. Laura und Fee. Monster Level 99. Okay, also ich meine, das ist ein paar Level drüber. Und es ist vermutlich auch schaffbar. Oh, aber ich glaube, das wird richtig schwer. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Kiste. Ich gehe erstmal gucken, was wir hier sonst noch so haben in der Area. Da habe ich auf jeden Fall so ein Aufladungsdingens. Okay, ich will hier aber eigentlich keine Gegner töten. Ich weiß nicht, sind das neue? Sind das noch die Gegner aus den ersten Folgen? Ich bin mir nicht sicher. Boah, ich weiß noch, wie hart mich das genervt hat, dass mein Pet so rumgesponnen hat, vor allen Dingen in der zweiten Folge. Und ich weiß noch, wie unfassbar gehypt ich war, als ich anfing mit dem Let's Play dazu. Warum laufe ich eigentlich weiter, ohne vorher die Karte zu checken? Achso, weil wir hier sogar drei Abschnitte haben. Hier ist auf jeden Fall nichts Neues dabei. Das heißt, wir rushen einmal durch. Ey, das fühlt sich gerade an wie ein komplett
ein neues Gebiet. Oh, der Gegner ist aber auf jeden Fall neu. Oh, ich laufe gerade komplett in die falsche Richtung. Ungeil. Moment. Ich sollte die aber vielleicht für mein Monsterlexikon alle einmal töten, oder? Ich habe mich verlaufen. Wo wollte ich hin? Hier nach oben. Was ist das für eine interessante Zusammenstellung von Gegnern? Dieser riesige Golem gerade, das war doch der aus dem letzten Dungeon in Teil 1, oder? Der relativ lange gedauert hat. Also wenn die Trial Chest schon Level 99 mitbringt, dann bin ich mir relativ sicher. Oh no. Oh. Okay, was mache ich zuerst? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich bei beiden massive Probleme kriegen könnte. Ich tendiere aber tatsächlich eher zu ihmchen, weil da muss ich weniger weit laufen, wenn ich fertig bin und wieder zurück muss. Warte mal, ich nehme mir mal jetzt einen so einen Gegner, einfach für meinen... Ah, Monsterlexikon! Dreh dich doch nicht in letzter Sekunde um! Hast mich ja erschrocken hier. Okay, der lässt sich auch nicht stunnen. Der wird vermutlich ein bisschen was können. Ein Venom Demon. Level 97. Holy shit. Wobei, wenn ich die Trial Chest zuerst machen würde, dann könnte ich von diesem Effekt vielleicht auch profitieren für den nächsten Cryptid-Kampf, ne? Schwierig. So. Wen bekämpfe ich zuerst? Shadow Dancer. Das sind alles komplett neue Gegner. Warte mal, die sind super empfindlich gegen Ariel und die eher nicht so. Aber, achso, die vertragen gar nicht so viel. Ich dachte, dass jetzt hier, weiß Gott, was für ein heftiger Kampf wartet. Dann kannst du einmal normal angreifen. So, und eigentlich dürfte der jetzt in Ariel nicht überleben, der kleine Flattermann da auf der rechten Seite. Oh, sogar Zero Arts, perfekt. Ja, 12.000 Schaden, geil. Leider hat er in der Mitte aber überlebt. Sarah weicht allerdings aus wie eine Weltmeisterin. Das darf gerne nachgeahmt werden. Oh no. Lecker. Okay. War klar, dass das bei einem Gegner, der so heißt, auch funktioniert mit der Vergiftung. Und das Allerbeste ist, ich nehme jetzt Burst mit rein in den Cryptid-Kampf. Mir ist übrigens bei irgendeiner Folge, wo ich glaube, das war sogar der letzte Cryptid, den ich bekämpft habe. Da ist mir mal so aufgefallen. Ich habe gerade Ariel eingesetzt, oder? Okay. Der ist down, alles klar. Ich war gerade ein bisschen verwirrt und gedanklich abgelenkt. Burst, ne? Burst ist eine mega gute Option, um die CP wieder zu befüllen. Und ich werde im nächsten Cryptid-Kampf mal darauf achten, dass ich Burst erst dann einsetze, wenn meine S-Breaks alle verballert sind. Oh mein Gott, das Vieh sieht jetzt schon mega geil aus. Ich würde halt gerne einmal noch so einen Golem besiegen, aber ich würde schon auf der anderen Seite auch möglichst gesund in den Cryptid-Kampf reingehen und ja, das könnte eventuell schwierig werden. Warte mal. Ich mach mal einmal den hier und dann noch die kleine Heilung. Einfach nur, um sicherzustellen, dass jetzt hier alle maximal gesundet sind, bevor es losgeht. Hat Emma jetzt wieder volle EP? Ja, hat sie. Ich habe so eine Angst. Ich habe das Gefühl, dass dieser Cryptid-Kampf anders wird als die anderen. Einfach weil schwerer. Ey, dieser Gegner hier, der geht mir gerade richtig auf den Sack, ne? Du machst ja gerade voll die ganze Spannung kaputt. Der läuft aber auch irgendwie so völlig unkoordiniert jetzt, aber... Oh, der ist so hübsch! Der ist richtig hübsch. Hä? Wo ist der Golem hin? Egal, ich speichere. So, und dann würde ich sagen, auf geht's. Also ihr könnt dann halt anhand der Videolänge wahrscheinlich vorab schon einschätzen, wie gut oder schlecht das hier klappt mit dem. Aber ich stelle mich mal aufs Schlimmste ein. Und versuche gleich... Lindbaum, Fallen Lizard. Ich versuche gleich nicht allzu aggro zu werden, wenn sich abzeichnet, dass hier alles vor die Hunde geht. Mhm. Guten Tag auch. Ich habe immer noch im Hinterkopf, dass ich notfalls auch Elliot noch mit ranholen könnte. Weil Elliot halt CP nachliefern kann und ich glaube auch irgendwas Gutes Heilungsmäßiges hatte.
So, ich bin gerade so ultra aufgeregt. Ey, wenn ich wüsste, der würde sich nicht heilen, ne? Dann würde ich sowas hier vielleicht auch mal ein bisschen früher schon bringen, aber erstmal nicht. Habe ich eigentlich irgendwas Supportmäßiges? Kann er vielleicht auch irgendwie heilen? Ne, der hat nur Motivate. Also was heißt nur? Das ist ja trotzdem ordentlich. So, dann machen wir einmal. Okay. Wer macht mir jetzt eigentlich die Gruppenheilung? Ich habe dafür immer noch keine Lösung, mit der ich vollends zufrieden bin. Overdrive wäre auch gut gewesen für den Kampf. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen geschwächt reingegangen, würde ich sagen. Also hier werde ich auf jeden Fall nicht das machen, weil der wird safe zaubern, dieser Gegner. Warte mal, hat er irgendwelche Statusschwächen? Nee, wie erwartet nicht. Aber der hat eine elementare Schwäche. Das ist schon mal interessant. Aber Emma brauche ich halt auch zum Heilen. Das ist alles sehr kompliziert, obwohl es noch nicht mal richtig begonnen hat. Ja. So, ich werde jetzt mit ihr den Radiant Wards machen, weil sie ist noch gebufft durch ihren Master Quartz-Effekt. 59.000, sehr gut. So. Ach du grüne Neune, fast 300.000. Das wird auf jeden Fall viel Arbeit. Das wird sehr viel Arbeit. Das hier gilt nur für einen Einzelnen. Ist aber trotzdem nicht so ganz uninteressant, weil wenn ich mich auf eine Person einschieße, das könnte zum Beispiel auch Laura sein, dann ja, könnte ich das halt die ganze Zeit auf sie spammen, so ungeachtet aller anderen, weil Heilung ist ja auch mit drin und immer nur gucken, dass sie und der S-Break-Spammer die ganze Zeit am Leben bleibt. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu riskant. Warte mal, ich wollte hier eigentlich nochmal was anderes gucken. Nämlich das, was ich hier mal ganz gerne einsetze. Boah, ich würde so gerne den jetzt auch mit Angriffszaubern behelligen, aber ich glaube, das hier könnte meine Lebensversicherung sein. Deswegen kriegt das jetzt hier erstmal den Vorzug. Leider geht das nur nicht auch auf sie selber. Das wäre noch ein schönes Goodie gewesen. So, eigentlich würde ich sie gerne nochmal stärken, bevor ich den S-Break mache. Aber ich weiß nicht, ob sie den nächsten Angriff überlebt. Soll ich das Risiko eingehen? Ich mache jetzt einfach mal den hier. Ich hoffe, dass ich bald... Ne, das ist kein magischer Angriff. Scheibenkleister. Kommt der jetzt gleich nochmal an die Reihe? Super. Ja, also wenn du so spielst, dann überrascht mich ja auch nichts mehr. Ich glaube, der ist mir noch zu stark. Oder ich muss besser vorbereitet hier reingehen. Das ist halt... Also hier kommst du mit reinem S-Break-Spammer auf jeden Fall nicht durch und macht eigentlich auch Spaß, aber ich würde gerne mit zwei vollen Overdrives hier reingehen. Das wäre für die Motivation ein bisschen zuträglicher und ich glaube, mein Equipment ist vielleicht auch noch nicht so ganz optimal. Schwierig. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gucke mal und bin jetzt einfach mal so optimistisch, dass ich hier irgendwas mit plus 30 vielleicht noch drin habe. Eventuell, vielleicht auch nicht. 300 EP, 20. Nee, 20 ist zu wenig. Ich will, bevor sie jetzt nämlich auch stirbt, gerne ihren S-Break nochmal rausballern. Oh Mann, ey, nur Schrott habe ich hier drin. Hier, guck mal. Mellow Stew. So, Mellow Stew wird jetzt mein Item sein, ja. Warte mal, Mellow Stew, wo war's? Ich suche jetzt hier gar nicht weiter. Einmal bitte auf Instructor Sarah. Damit sie jetzt direkt im Anschluss, solange sie noch kann, den Plasma Storm nachsetzt. Und dann ist nämlich, ich habe die Bravery Points auch noch drin. Ich muss jetzt meine Mannschaft nur irgendwie aufpäppeln. Warte mal, das kann ich wegdrücken. 33.000.
Aber ich glaube, wenn der sich heilt, bin ich raus, Leute. Also wenn der sich nicht heilt, dann versuche ich hier wirklich durchzuziehen. Vielleicht auch nochmal in einem Second Try. Aber wenn der wieder anfängt, sich die Hälfte zurückzugeben, dann sinkt meine Motivation analog in den Keller. Warte mal, was habe ich denn für Möglichkeiten? Revive, aber das geht nur auf einen. Aber das hat einen L-Effekt. Das heißt, sie werden vermutlich mit fast voller Energie wieder zurückkommen. Ich habe noch meine krassen Super-Items da, aber ich will mich irgendwie nicht die ganze Zeit nur darauf verlassen. So, ich hole jetzt mal Laura wieder zurück. Ach shit, das kommt auch gar nicht an die Reihe. Das ist natürlich blöd. Aber diese Abyss Wave, die macht gar nicht so viel. Also ja, schon, die macht schon viel Schaden, aber das Problem, was ich bei dem eher habe, ist, dass der so oft hintereinander an die Reihe kommt. Ich glaube, der ist mir noch ein bisschen zu stark tatsächlich. Also wenn ich von einem Gegner keine zwei Schläge überlebe, und die hat ja schon ihre Leute hier geboostet mit Defense plus 50%, dann sehe ich hier irgendwie nicht so wirklich eine reelle Chance. Also, oder man müsste sich halt ganz anders vorbereiten und das Setup ein bisschen anpassen. Das Ding ist halt, ich würde viel gerne mit reinholen, um zu gucken, ob sie so gut ausweichen kann, dass ich mir damit vielleicht das Leben ein bisschen vereinfache. Aber irgendwie kriege ich meine Leute hier nicht so aufgepäppelt oder mein Team wieder so stabilisiert, dass ich jetzt hier einen Tausch machen kann. Und das ist gerade eigentlich das größte Problem. Wobei, Sarah ist jetzt nochmal an der Reihe. Ich kann auch Sarah austauschen, natürlich. Das ginge auch. Einfach mal Vieh holen. Und mal gucken, was sie imstande ist, so zu leisten. Sie könnte auf jeden Fall nochmal wiederbeleben. Ey, das ist so cheaty, ne? Mit dem Serum-Powder, weil eigentlich dürfte ich das gar nicht haben. Ich meine, ich habe mir das nicht in einem Online-Store oder so gekauft, ja. Ich habe es mir erspielt durch das Übertragen meines Spielstandes von Teil 1. Der ist wieder komplett hochgeheilt. Okay. Ich glaube, Lindbaum kann ich mir knicken. Ich glaube, ich lasse mich jetzt töten, Leute. Und dann versuche ich mich an der Trial Chest. Ich kann ja jetzt hier, glaube ich, anders nicht abbrechen. Ich attackiere den jetzt so lange, bis der mich kaputt haut. Und dann werden wir uns an der Trial Chest mal probieren, okay? Bevor ich jetzt hier den ganzen Part versenke. Aber, ach, Malstrom kann der auch. Ach du Scheiße. Kann es sein, dass das der stärkste Cryptid ist bisher? Also hier kommen so einige Faktoren zusammen, die das, finde ich, sehr untermauern. Auch das Setting. Ich finde, das hat auch so eine gewisse Symbolkraft, dass der hier an der Stelle platziert wurde, wo man quasi das Spiel begonnen hat. Das ist halt auch hart optional und verpassbar, ne? Bei anderen Cryptids hast du immer mal wieder, wobei die waren, glaube ich, alle irgendwie so auf irgendwelchen Backtracking-Routen. Egal, aber ich kann damit leben. Ich habe immer gesagt, wenn es eindeutig ist, dass ein Gegner zu krass ist, dann kann ich damit besser leben, als wenn ich in letzter Sekunde hier in Game Over mir einfange. Der wird dann wohl irgendwann die ultimative Herausforderung kurz vor Spielabschluss. Ich hoffe, man kann den auch noch besiegen. Ihr könnt mir das gerne sagen, ob es irgendwann so einen Moment gibt oder ob man den ab einem bestimmten Kapitel vielleicht nicht mehr bekämpfen kann. Oh, nicht mal ein Single Advantage, ernsthaft. Steel Golem. Ich will aber so ein Advantage eigentlich haben. Ich hau jetzt ab. In der Hoffnung, dass es klappt. Ja, das tut's. So, den nächsten schnappe ich mir und dann aber mit Kampfvorteil. Wobei ich für die, ich weiß nicht, wie stark die sind, aber eventuell werde ich für die auch meine S-Breaks benötigen. Ich sollte vermutlich die Trial Chest erstmal priorisieren. Mich macht das trotzdem ein bisschen traurig, weil ich die Cryptids bisher immer irgendwie geschafft habe. Und ich fühle mich gerade wie so ein geprügelter Hund, der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht doch mit einem anderen Ansatz eine reelle Chance gehabt hätte, so, kein Plan. Aber der war zu krass. Also als ich gesehen habe, dass seine Energieleiste wieder komplett voll war, da war dann auch schon vorbei. Und bei dem habe ich sogar das Gefühl, dass der
Ja, das sind die Anfangsgegner, glaube ich. Mhm. Bei dem habe ich sogar das Gefühl, dass der selbst in der Endgame-Phase nicht ohne sein wird und einem einiges abverlangen wird. Aber das, ich versuche das jetzt unter Zukunftsmusik abzustempeln. So, jetzt habe ich den Single Advantage, aber es sind leider wieder zwei. Ich weiß nicht, wie viel die vertragen und wie viel ich jetzt hier investieren will. Ich starte mal einfach und guck, was die so an Damage vor allen Dingen raushauen. Ich will aber zuerst wissen, wie viel Energie die mitbringen. Ich greife mal einmal an. Ich werde hier bursten, weil Burst kann ich bei der Trial Chest nicht einsetzen. Und ich hoffe, dass sie jetzt wenigstens zur Hälfte runtergehen. Bei dem einen scheint es zu funktionieren. Okay, aber die halten einiges aus. 43.000, okay. So, warte mal, den linken, den haben wir ja fast schon. Haben wir fast schon down. Und Emma könnte jetzt hier auch eine Schlüsselrolle einnehmen. Ich müsste ja vielleicht mal einen besseren Earth-Zauber noch mitgeben. Was heißt einen besseren? Generell irgendeinen. Damit würde sie gleich an die Reihe kommen. Moment. Ja, wenn ich ein bisschen Glück habe, könnte ich die muten. Aber ich weiß nicht, wie hilfreich Mute bei denen ist. Aber Phantom Phobia hat SS+. Ich habe hier nichts mit 3 Essen, ne? Hier nochmal zweimal Crystal Flood. Aber dagegen sind die nicht empfindlich. Ich mach mal den hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie dagegen komplett immun sind. Ich drücke das mal weg. Nee, sind sie nicht. Okay, und der Schadensoutput, der war auch geil. Dass die auch austeilen können, das war mir irgendwie klar. Danke, Reen, dass du Laura beschützt. Autokyria. Das wird auf jeden Fall eine kleine Heilungsrunde erfordern danach. Aber ich bin erstmal froh, dass die schaffbar sind, auch im Doppelpack. Ohne, dass ich auf S-Breaks zurückgreifen muss. Das ist schon mal ein tröstender Gedanke, beziehungsweise eine tröstende Erkenntnis. Es wäre jetzt nur schön, wenn Sarah mir hier nicht noch wegstirbt, so in letzter Sekunde. Aber das wird nicht passieren, denn der Zauber, der wird den sowieso finishen, alles klar. Ich glaube, wir sind safe. Es sei denn, Zauber können daneben gehen, aber das ist, glaube ich, nicht möglich. Jawohl! Sehr gut! Danke, Emma! Gut, dass ich Phantomphobia mit drin habe. Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich ihr das zugewiesen habe, aber das kommt ja vom Master Quartz. Deswegen ist das gar nicht mein Verdienst quasi, in Anführungsstrichen. Emma und Sarah sind kurz vorm nächsten Level up. Könnte man eigentlich noch weiter vorantreiben, so ein bisschen. Indem man noch einen Kampf hinten dran hängt. Aber ich brauche ja nur Fee und Laura für die Chest. Deswegen ist das jetzt nicht so kritisch. Okay, wer kann heilen? Die gute Dings, sollte ich gerade sagen. Die gute Emma kann auf jeden Fall. Ich lasse aber lieber sie heilen, weil sie die Gruppenheilung hat. Und Sarah, wie gesagt, brauche ich jetzt für die Chest nicht. So. Wo war die denn überhaupt? Die war im ersten. Also hier so, ne? Ja, waren hier vielleicht noch Gegner? Dieser Gegner hier, der sah mir so ein bisschen auffällig aus. Kenne ich den schon? Sieht voll süß aus mit seinem Blatt auf dem Rücken. Ist wahrscheinlich einer der Schwächsten im ganzen Spiel, oder? Oder haltet ihr irgendwas aus? Nee. Ist mir schon zu lange her. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Stealth Frog. Sehr, sehr cutes Design. Aber alles, wo irgendwie Herbstblätter involviert sind, da bin ich ja sofort irgendwie von angetan. Generell alles, was mit Herbst zu tun hat. Herbst-Settings und so. Ich denke nur an den wunderschönen Wald in Ni No Kuni. Das war so ein, ich weiß noch, als ich da angekommen bin, so ein richtiger Wow-Moment. Erstmal 10.000 Mal die Kamera kreisen lassen, mich an dem Anblick einfach ergötzt. Ich liebe den Herbst einfach. So, das wird sich wahrscheinlich auf Lebzeiten nie ändern. Okay, so, die Chess ist nicht weit weg. Ich brauche jetzt ein Erfolgserlebnis und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch diese Truhe nicht so ganz ohne sein könnte, weil halt Stufe 99. Mein Hallo? Hatten wir bisher noch nicht. Wobei, in 90er-Bereichen waren die letzten Trial-Chests, glaube ich, auch, oder? Ich
glaube, so weit weg sind die nicht gewesen. Hearty Powder, okay, das war auch einer der Anfangsgegner scheinbar. Die habe ich aber auch noch nicht bekämpft. Ich will nur auf Nummer sicher gehen, weil hier vermischen sich scheinbar neue und alte. Geschna, ein Helmskorpion. Level 40, okay. Auch nicht so das Problem. Könnte man einmal Ariel reinhauen und dann war es das vermutlich. Wobei ich habe jetzt nicht auf deren Elementarschwäche geachtet. Doch, Ariel würden sie nicht überleben. Aber die EP, die können wir uns sparen. Ich mache jetzt einfach den hier und gut ist. So, jetzt kommt der Angstkampf. Leute, ich bin schon bei fast einer Stunde Aufnahme. Aber ich will diese Chest jetzt. Ich brauche dieses Trostpflaster und ich hoffe, dass das jetzt nicht zum psychischen K.O. wird, wenn ich jetzt hier auch noch feststelle, dass ich scheitere. Also, die Damen sind auf jeden Fall dabei. Muss ich Vieh noch ins Hauptteam holen? Ich glaube nicht. Ich speichere und dann geht's auf in die nächste Herausforderung. Oh my gosh, bitte seid nett zu mir. Bitte setzt mir keine zu krassen Gegner vor die Nase. Okay, ein Rolling Rock. Also wenn der schon alleine ist, das sagt schon wieder alles, ne? Den kann man mit Poison und mit Burn behelligen. Okay, wenn ich es in der ersten Runde nicht schaffe, dann weiß ich auf jeden Fall, was für Quarze ich meinen Mädels anlege. Ich weiß gar nicht, was sie gerade angelegt haben, aber könnte Vieh vielleicht sogar Poison haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist wahrscheinlich die beste Chance hier. Leichtes Spiel zu haben, sage ich mal. Rollt er sich auch auseinander oder bleibt er so? Ich würde erstmal einmal... Oh, Vieh, warum stehst du so weit weg? Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, nö, ey. Jetzt wollte ich einmal was anderes probieren. Ich greife den mal erstmal einmal an. Der hat aber gar nicht so viel Energie. Der wird sich bestimmt heilen. Irgendwas ist doch mit dem... Ich hau hier schon wieder niemandem. Impede, Blind, Feint, Seal. Delay ist ja auch noch mit drin. Stealth, Speed. Nix mit Burn und nix mit Poison. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass die so weit auseinander stehen, weil der dann vielleicht immer nur eine von beiden angreift. Ich weiß gar nicht, wie ich hier heilen soll bei denen. Ey, aber ganz ehrlich, wenn jetzt jeweils beide Mädels ihre S-Breaks raushauen. Das überlebt er doch nicht, oder? Ich probiere das jetzt einfach. Ich habe ja vorher gespeichert, genau für solche Fälle. Ja, guck mal. Nein! Gerade noch so überlebt, ey. Link Ability, Anger. Voll geil. Ich freue mich immer sehr, wenn das funktioniert. Dann machst du einmal den. Nee. Ganz knapp lebt er noch. Power Roll. Aber wenigstens geht er jetzt auf Laura. Ich glaube aber, ich habe den damit. Okay. Ich habe umsonst Panik geschoben. Also der war nicht leicht. Also der hätte einem auch gefährlich werden können. Ohne S-Breaks. Keine Ahnung. Der hat halt ultra viel Damage ausgeteilt. Aber mit der billigen, primitiven S-Break-Taktik ging das halt doch irgendwie klar. Crescent Mirror Air. Ich weiß gar nicht mehr, was... Crescent Mirror generell an Effekt mitbringt. Overcame the Trial. Sehr schön. Vor allen Dingen bei den beiden. Es ist, finde ich, super wichtig, dass sie das auch machen können. Die sind für mich so meine Lieblingsfreundinnen seit Teil 1. So, hochgeheilt bin ich. Ich wollte mir den neuen Quartz einmal angucken. Arts und Arts Defense plus 15. Magic Reflect, Arts 25, Surrounds Allies with a Lunar Barrier. Gar nicht so uninteressant, weil dann wäre ich nicht mehr auf die Crafts angewiesen, ne? Das wäre, also auf diesen einen Craft, den ich immer von Emma einsetze. Man könnte das zum Beispiel hier austauschen. Wobei, oh, auf diese Speed plus 5 will ich nicht verzichten, weil sie eh immer schon so langsam ist und Ariel will ich nicht abgeben. Ja, wie man es halt kennt, ne? Bei ihr ist das echt mit Abstand am kritischsten mit den Slots. Ey, wenn ich einen Charakter mir aussuchen könnte, der zusätzliche Slots bekommt, es würde hier immer der Magier sein. Immer.
So, Fee und Laura brauchen jetzt theoretisch noch CP. Das werden wir zu gegebener Zeit nochmal auffüllen. Eventuell mache ich jetzt nochmal einen Abstecher nach Ymir. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach so, ich bin jetzt hier. Ach, stimmt. Stimmt, das ist ja quasi angrenzend. Ach, hier. Natürlich stand ich doch auch mal in einer der letzten Folgen und habe dieses Monument mir noch angeguckt. Und anstatt auf die Idee zu kommen, da weiterzulaufen. Aber warum steht ausgerechnet hier nicht, wo es dann weitergeht? Du bekommst das irgendwie immer angezeigt, nur hier jetzt gerade nicht. Das erschließt sich mir nicht ganz. Aber egal, ich werde jetzt mich noch mal kurz in die Quelle setzen. Und dann wollte ich, warte mal, die Nord Highlands ist das eine, aber ich wollte doch eigentlich noch, genau, wir sind ja noch gar nicht in Garelia angekommen, da fehlt ja noch ein bisschen was. Ich starte jetzt einfach mal hier, weil ich auf der einen Seite, nämlich wenn ich jetzt zurückgehe, warte mal, man kann ja hier schon mal einen ersten Blick drauf werfen, ist hier irgendwas Neues? Nö, da oben ist eine Kiste, die ist aber schon geöffnet. Ich will nur noch einmal hier kurz vorbeischauen, weil ich das vorhin sehr oberflächlich nur gemacht habe. Da standen wir nämlich am anderen Ende. So, hier ist aber nichts Neues. Ey, dieser Lindwurm, ey. Ich freue mich so auf den Tag, wo ich den vielleicht irgendwann mal gelegt kriege. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich kill nicht in allen JRPGs, die ich spiele, immer die optionalen Bosse. Es ist mir manchmal einfach irgendwie zu zeitaufwendig oder eben auch zu schwierig letzten Endes. Aber versuchen tue ich es gerne. Wobei das Thema Versuch habe ich heute eigentlich schon abgehakt, ne? Mit meinem gescheiterten Versuch, den im First Try zu legen. Hi, August. I haven't given up yet. The Transcontinental Railroad's gonna be back in business soon enough. And I'm gonna be the one who makes a killing of it by sticking around here. Hopefully the trains come back in service soon, cause staying here's really racking up my tab. I've gotta find a way to make some money on the side. Du wirst schon Mittel und Wege finden. Als gewiefter Geschäftsmann, daran glaube ich ganz fest. Und wenn es nicht klappt, dann, ja. Ist das nicht mein Thema? Bye. Tricolor Onigiri. Brauche ich alles nicht. Habe ich noch ein bisschen von. Ist nicht zwingend notwendig. Hello, Robert. Jim, looks like the 4th Armored Division's title as the strongest isn't just for show. They are a whole different ball game from those provincial army guys. Their chef's so good that none of them need to come here for their food either. It would be nice if the troops from the Armored Division would at least stop by once in a while. It would be even nicer if this war would just end already. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Liegt nur leider nicht in unserer alleinigen Macht, das zu entscheiden, auch wenn es schön wäre. Gut, ihr Lieben, wir werden uns dann beim nächsten Mal weiter in Richtung Garelia Fortress bewegen. Was ist denn da unten für eine Waiting Area? Was ist denn das da für ein Zugang? Warte mal, das hat aber nichts mit dem Schacht hier zu tun, oder? Ihr habt aber gesehen, was ich meine, ne? Weil hier, guck mal, hier ist kein Durchgang. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie man da unten rauskommen soll. Ich meine, da ist nichts. Vielleicht sehe ich das dann im Screen nebenan. Keine Ahnung, wir werden schauen. Ich nehme die nächste Folge direkt im Anschluss auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Dabeisein heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet und dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.